Die Leute sollten mehr hingucken und nicht einfach verurteilen. Warum die Leute jetzt so zum Alkohol greifen oder tablettensüchtig geworden sind, da hängt immer ein Schicksal hinter. Es ist quasi egal, mit welchem Anliegen jemand hier hinkommt, wir unterstützen. Die Bahnhofsmission hilft Menschen. Wir geben warme Kleidung aus, wir geben Nahrungsmittel aus, wir vermitteln an weitere Beratungsstellen. Es werden Brote geschmiert, es wird Kaffee gekocht. Ja, und ansonsten ein offenes Ohr, denke ich mal, wenn jemand Probleme hat. Hier muss kein Antrag gestellt werden, sondern jemand klopft an und wir unterstützen. Früher habe ich immer gedacht, die Bahnhofsmission ist nur für Leute in Not. Wo ich dann gelernt habe, dass das gar nicht stimmt. Also es könnte auch jemand hierher kommen, der hier gestrandet ist, Portemonnaie weg. Wir zwingen uns niemanden auf. Es kann auch jemand kommen und sich einfach hier hinsetzen und kann einen Kaffee trinken und muss nicht sprechen und muss kein Beratungsangebot annehmen. Was mich besonders begeistert, ist, wie viele Menschen ganz unterschiedlicher Biografie sich hier engagieren. Ich könnte ja jetzt auch zu Hause sitzen und sagen, hol mich jetzt aus. Ne? Das kann ich nicht. Ich muss auch irgendwas zu tun haben. Wir sind wirklich im wahrsten Sinne ein offenes Haus, wo Menschen, die am Bahnhof anreisen oder Menschen, die ganz bewusst die Bahnhofsmission aufsuchen, willkommen sind. Und das ist auch für mich auch eine Motivation, hier weiterzumachen.